Heidi Marie, was gibt's denn Schönes? Hi Udo, grüß dich. Also, als erstes, möchtest du die Bilder auch sehen? Na, brauche ich nicht. Gell, dann habe ich doch richtig ge. Ja, die brauche ich nicht. Ja, nee, pass auf, es ist folgendes. Ich weiß, wenn du jetzt was erklärt hast, in dem Moment verstehe ich es nicht, aber begreife ich es, ja? Und wenn aber dann so eine Situation da ist, dann komme ich wieder nicht so mit klar richtig. Und zwar ist das jetzt folgendes. Ich weiß, wir sollen uns kein Außendenken. Es gibt Doch, kein. nee, alles verkehrt. Ist schon wieder ein Nicht-Wollen. Heidi Maria, du denkst so kompliziert mit der normalen Logik. Das ist die Schwierigkeit. Und wir wollen an dem Reaktionssystem, Heidi Maria, überhaupt nichts verändern. Du musst nur der werden, der die Heidi Maria beobachtet. Du musst das Bewusstsein werden. Und sobald du die Heidi Maria verbessern willst, das ist, dir wird bewusst, wenn du jetzt ich bist und ich schaue das an. Das ist alles Ego in dem Wahn, dass du dich verbessern müsstest als Heidemarie. Verstehst du, das ist ungefähr so, wie wenn wir jetzt hier ein Schaf beobachten, das meint, es muss fliegen lernen. Das geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu verändern. Den Frieden hast du, wenn du mit dem einverstanden bist, was ist. Wenn du mit der Heidemarie einverstanden bist, so wie sie ist, und wenn die hochgradig schizophren ist, dann ist Ja. es für dich okay, weil du schaust dir das bloß an, wenn du der bist, der sich das nur anschaut. Wenn die Schmerzen hat und krank ist, ist es okay. Wenn die zum Arzt rennt, ist es okay, weil du bist der, der sich's anschaut. Das ist die Tür, die ich aufmache. Und sobald Ja. du wieder meinst, du müsst an der Heidemarie was verändern oder die Heidemarie müsste es verstehen, ein Gedanke von dir wird niemals verstehen, was er ist, selbst wenn er das dann nachplappert. Ich Ja. bin ja bloß Geist. Darf ich Es da ist ja kurz? alles nur Maya. Ja, Es ist ja. nur leeres Geschwätz. Darf ich kurz jetzt die Ja? Situation sagen? Also gut, ich bin von dem Treffen heimgekommen. Die Bahn hat wiederum, ja, ich weiß, es gibt kein Außen, aber trotzdem, Doch, also. es gibt ein ausgedachtes Außen, alles, was du Geist anschaust. Du bist ein träumender Geist und du hast in deinem jetzt bewusst ausgedachten Kopf, hast du ständig wechselnde Bilder. Ja. Für einen träumenden Geist gibt es für Bilder kein Vorher und kein Nachher. Du kannst das, was du jetzt denkst, ich bin heimgekommen, wird jetzt gedacht. Ja, ist das Das klar. Fliegenstall wird jetzt gedacht. Du denkst, dort ist jetzt. Du dir in die Vergangenheit denkst und woanders hin denkst, ist es jetzt nur feinstofflich. Ja. Das ist das Prinzip. Du kannst denken, ich gehe in 2 Stunden zum Einkaufen. In den Supermarkt. Was es ist, du bist der Geist, der die ständig wechselnden Bilder anschaut und ein Bild davon ist auch die Heidemarie, wenn du an den Körper denkst. Verstehst du? Und was jetzt ganz jede Form von Verbesserung, es gibt nichts zu verbessern. Das Kino. Oder mir sagen, wenn ich Kino sage, meine ich immer wieder die Lampe im Projektor, die ja die Quelle ist, die Energie ist, dass diese Schatten, dieser Wechsel da vorne auftritt. Die Lampe im Projektor ist so was, was für einen Film läuft, die will nichts verändern. Das ist die Gleichgültigkeit, das ist der Frieden, wo die Esoteriker, die sich in die Stille meditieren wollen, die wir uns jetzt ausdenken, das sind auch wieder nur Worte. Das ist, die ist permanent da, wenn du der Geist bist. Das ist die Ebene des Ausgedachten. Verstehst du? Das ist kein esoterisches Geschwätz, Heidi Marie. Das ist das, was ist. Und dir wird jetzt immer mehr bewusst, dass du diesen Zustand verlierst, weil du wieder meinst, du bist die Heidi Marie und du musst an dem Programm Heidi Marie was verbessern. Darf ich jetzt mal kurz schnell sagen? So, jetzt ist die ganze Nacht so ein Krach gewesen, ich konnte nicht schlafen. Dann hatte ich drum, ja gut, als Heidemarie, ich weiß, ich war dann wieder Du kannst, voll. pass auf, all das. Was du jetzt hast, sind Gedanken, die tauchen jetzt in dir auf. Die Heidemarie, die sich ärgert, die nicht schlafen kann. Von dir aus gesehen ist es da, du dir das jetzt in die Vergangenheit denkst, ist der Schnee von gestern. Es macht gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Ja. Jetzt kannst du neugierig sein, wieso wiederholt sich das, und dann wirst du feststellen, dass die Interpretation von der Heidemarie, das ist die Ursache. Und jetzt pass auf, ich schicke dir gerade, Heidemarie, ich habe gerade hier der. Du kennst es bestimmt, aber schick dir trotzdem den Link. Da habe ich nämlich gerade mit Andrea und mit der Helga gesprochen. Kurz. Der Redo hat auf seiner Internetseite ein Selbstgespräch, das habe ich mit dem Heiko geführt. Das hat der Heiko aufgenommen.
Da gibt es ja ganze Haufen. Und in dem Selbstgespräch, das Ganze danach, du kennst es bestimmt, aber da habe ich gerade zu Helga gesagt, wenn eine Sinn, wenn du dann zumachst, ist es unten in der Ja, ist Adressleistungsfähigkeit. gut. In diesem Selbstgespräch, das ist eine knappe Stunde, da ist wirklich alles Wesentliche auf dem Punkt. Da ist das mit dem Holzkäfer auch nochmal drauf, aber das habe ich ja ein paar Mal erzählt, je nachdem, was für Selbstgespräch du hörst. Da ist alles Wesentliche nochmal angestanden. Und selbst ich als Udo, weil ich zu Andrea das gesagt habe, der Redo hat es reingestellt, ich habe mir das heute Morgen nochmal komplett angehört. Und ich habe das, glaube ich, mir jetzt bewusst zeitlich gesprochen schon tausende und abertausende Mal erzählt. An Leuten. Dass ich das nochmal angehört habe, weil das ist eine wunderschöne, ich sage mal, das ist sehr kompakt, da rede ich langsamer, wie ich normalerweise rede, wo ich das den Heiko erkläre, und da sind eigentlich alle wesentlichen Punkte da. Immer wieder die Wiederholung, du Geist bist immer, und das, was du denkst, ist nur, wenn du es denkst. Und du hast keinen Einfluss auf dein Denken, du bist ein träumender Geist. Und jetzt, sobald ich den träumenden Geist ausspreche, ist dir ja schon wieder was Ausgedachtes. Und wir mischen uns bei den Bildern nicht ein. Mir geht es darum, du musst diese stoische Ruhe werden, dass du weißt, du bist das Einzige, was immer ist. Es geht, die Heidemarie wird sowieso nicht überleben. Die wird sich so lange in dir wiederholen, du wirst so lange dieses Leben erleben. Zeit spielt dabei keine Rolle, bis du das durchschaut hast, dass du was anderes bist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas verändern müsstest an der Heidemarie. Das wird dir irgendwann einmal, ich sage dir sogar, wann das passieren wird, jetzt. Das ist das Verrückte. Du glaubst, dass in der Zukunft ein Zustand kommt, wo dir es besser geht. Und ich sage auf den Geist bezogen, dass du bis zum Nimmerleinsdorf warten, weil entweder geht es dir jetzt gut, entweder verstehst du das jetzt oder du verstehst es überhaupt nicht. Und solange jetzt du die Heidemarie schaust und die meint, es wird in der Zukunft besser, hast du dieses Ich noch nicht erreicht. Ja, Das das. Ich, das Bewusstsein als Ding an sich, ist nicht intellektuelles Wissen, Heidemarie. Es ist einfach die absolute Präsenz, dass dir bewusst ist, was du selbst bist. Etwas, was du nicht denken kannst. Und was jetzt in einem ständigen Wechsel in dir passiert. Und das siehst du zurzeit durch die Brille der Heidemarie. Und die verstreut natürlich dieses Programm, die jetzt gedachten Gedanken unbewussterweise wieder in die Vergangenheit. Heute Nacht habe ich nicht schlafen können. Pass auf, ich wiederhole mal einen Satz, den habe ich so oft gesagt. Wenn du abends ins Bett gehst, okay, und du liegst dann und du machst die Augen zu, dann gehen dir Gedanken durch den Kopf, und dann sage ich jetzt, wir denken uns einfach mal, dass du da liegst und sagst, Mensch, ich hoffe vielleicht nach Fiegenstein jetzt, das war heute ein richtig schöner, interessanter Tag. Okay, wenn du dich reinlegst, das war heute ein richtig toller Tag, du freust dich, und jetzt kannst du einschlafen, weil es ein schöner Tag war, und würdest du dann einmal als Heidemarie aufwachen, könnte dir das total wurscht sein. Manchmal oder meistens bei vielen denken wir uns welche aus, die liegen im Bett, oh, sagen die, war das schlimm und hin und her, was heute war das ein schrecklicher Tag. Und ich sage immer wieder, das machst du jetzt ein wenig leichter, da denkst du, heute haben wir vielleicht einen Scheiß Tag reinzogen. Aber was soll's, das ist doch schon vorbei. Und jetzt denk an meine Bergpredigt, zähle ich die, die jetzt hungern und krank sind. Die sind selig, weil die hundertprozentig sicher sein können, dass als nächstes das Essen kommt und die Gesundheit kommt. Aber wie die, die jetzt reich sind und gesund sind, die haben die Arschlochkarte, Heidemarie, weil die können sich auf den Hunger einstellen und dass sie krank werden in der raumzeitlichen Welt. Ich kann es immer einfacher machen. Selig die, bei denen es jetzt regnet, weil die können sich auf den Sonnenschein freuen. Aber wie bei denen jetzt die Sonne scheint, die können das abwarten, dass es zum Regnen anfängt. Selig die, die jetzt im Krieg sind. Weil die können sich auf den Frieden freuen, aber wie die, die jetzt Frieden haben, die können einen Krieg, 100, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und jetzt habe ich dir gesagt, und das ist in dem Selbstgespräch, wenn du es nochmal anhörst, das ist Shiva, im Hinduismus ist Shiva der meistverehrteste Gott, das ist der Zerstörer. Und da sage ich noch, selbst wenn die Welt, die du dir ausdenkst, die guten Menschen, Naturschutz, die hier sagen, die und die Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Das ist gegen göttliche Naturgesetze, diese Tierarten gewaltsam am Dasein erhalten zu wollen. Das ist nicht vorgesehen von mir. Das ist wie wenn du einen Säugling am Dasein erhalten willst oder ein Embryo in der Gebärmutter. Was macht das an Sinn? Das muss sich auflösen, dass es neue entstehen kann, die neue Form entstehen kann. Holofeeling ist ein vollkommen neues Denken. Die Heilung, die muss, dass du ein höheres Wesen wirst. Aber wenn du weißt, dass du das schon bist,
Verstehst du? Deshalb bin ich in dir aufgetaucht. Und dass ja die Heidemarie nur ein Gedanke, eine Rolle ist, die du in deinem Traum spielst. Kannst dich erinnern, wo ich gesagt habe, das ist dieses Beispiel. Wir Geist, wir denken uns jetzt einmal die Heidemarie aus. Die Heidemarie, die wir uns jetzt ausdenken, die ist in unserem Kopf. Das ist das Beroshit. Das ist ein Bereich, den ich jetzt ausspreche, der nicht denkbar ist. Okay, also wir Geist denken uns die Heidemarie aus. Das ist der Tierchenforscher, der von der Tierwelt aus gesehen überhaupt nicht existiert. Das ist der Gott, den die Naturwissenschaft und die Materialisten als Blödsinn ansehen. Okay? Und die Heidemarie, die wir uns jetzt ausdenken, die lebt in einer Welt, die wir uns ausdenken. Das ist jetzt die Heidemarie, die da sitzt und mit dem Udo Skype. Die denken wir uns jetzt aus. Und jetzt denken wir uns, dass die Heidemarie sich hinlegt und einschläft. Von uns aus gesehen liegt jetzt eine unbewusste Heidemarie auf dem Bett. In dieser Welt, die wir uns ausdenken. Für die Heidemarie, die auf dem Bett liegt, weil die in dem Moment, wo sie einschläft, unbewusst worden ist, löst sich die Welt ja auf. Jetzt ist aber, sobald diese Heidemarie zum Schlafen anfängt, fängt die zum Träumen an. Und jetzt hat die wiederum eine Welt in ihren Kopf, so wie diese Welt, wo die Heidemarie jetzt schläft, in unserem Kopf ist. Und in dem Kopf sind nur ständig wechselnde Bilder. Für das, was die Heidemarie in ihrem Kopf sieht, jetzt in der neuen Welt, die glaubt zwar auch, dass da außen der Welt ist, obwohl wir jetzt wissen, dass das, was die sieht, ja nur ständig wechselnde Bilder in ihrem Kopf sind, wo es kein Vorher und kein Nachher gibt und auch kein Außen gibt. Aber die Träumende, weil die ja nicht mehr bewusst ist, die träumende Heidemarie, die wir uns jetzt ausdenken, die glaubt jetzt, sie ist die Heidemarie in ihrer Traumwelt in dem Kopfkino. Kannst dich erinnern? Habe ich angesprochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt denkt man es einfach, du gehst irgendwas, erlebst alles Mögliche als Heidemarie. Das ist für dich diese Realität, wie du die jetzt, die Realität erlebst, ist nur eine Bewusstseinsstufe tiefer. Und du bist jetzt, sag ich, in einer Bank und da ist ein Überfall und du wirst dann irgendwie angeschossen. Und in dem Moment, wo dieses Handgemenge ist, wo dich die Kugel triffst, wirst du schweißgebadet als Heidemarie wach. Jetzt in der Welt, wo wir uns jetzt ausdenken. In dem Moment löst sich für dich die Welt, in der du Heidemarie in der Bank warst. Die Traumwelt löst sich schlagartig auf und du bist jetzt in deiner normalen Welt wieder. Die von uns aus gesehen eigentlich nur die Welt ist, die in unserem Kopf ist. Das ist die Wirklichkeit. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Das glaube ich. Und in dem Moment, wo... Ja, das ist ein Faktum. Das ist jetzt nur, dass ich das erweitere. Dass ich schon immer wieder sage, es ist auch jetzt, du kannst dir jetzt den Udo ausdenken. Pass auf. Bewusstsein ist die absolute Präsenz, dir bewusst zu machen, was jetzt von dir wirklich, von dir Geist, nur du Geist siehst, was die Heidemarie sieht nichts, was jetzt da ist. Und du hast jetzt vor dir ein Pixelmännchen. Du hörst der quäkige Lautsprecherstimme. Das ist das, was ist. Und den Menschen, Udo, ich sage jetzt den Trockennasenaffen, der ist nur ein Gedanke in deinem Kopf. Deine Logik zwingt dich jetzt zu sagen, der sitzt jetzt irgendwo in Weißenburg auch vor dem Computer, sonst würde ich ihn ja nicht sehen. Das ist alles unheimlich logisch, aber du sollst dir bewusst machen, was nimmst du real wahr? Und dann ist das jetzt dein Computer, das Pixelmännchen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Eigenartiges. Ich erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht da war. Schau mal die Tastatur von deinem Computer an. Okay, wo war die jetzt die ganze Zeit? Schau die Tastatur an. Jetzt schau bitte in den Glauben der Heidemarie rein. Du sollst dir das Tierchen gucken, den Glauben der Heidemarie dir bewusst machen, was die glaubt. Und da wirst du feststellen, dass die Heidemarie hundertprozentig sicher dieses Ego redet dir an, dass die Tastatur auch da auseinander ist, wenn du nicht hinschaust, wenn du das nicht siehst. Stimmt oder stimmt? Ja, das war die ganze Zeit. Aber was ist die Wirklichkeit? Wo war die, wo du die Tastatur nicht gedacht hast oder nicht angeschaut hast? Ja. Die war nicht. Ein nicht gedachter Gedanke. Ja, das ist, so Feeling ist eine vollkommen neue Welt. Und wenn einer glaubt, ist es hundertprozentig sicher bewiesen, dass die Tastatur auch dann da ist, wenn du die nicht denkst oder nicht anschaust. Das ist eine Gedankenwelt und eine Gedankenwelt kannst du immer nur hier und jetzt aufschmeißen. Jetzt gehen wir weiter, schau mal die Tastatur an. Du hast jetzt die Tastatur vor dir, du meinst, du siehst die Tastatur. Jetzt fokussieren wir uns da mal rein. Schau mal zum Buchstaben Kopf. Zum Q. Sagen wir im Deutschen. Ja. Schau mal nur die Taste an. Schau mal, da ist auf der Taste ist noch mal was drauf. Ne, das Add-Zeichen. Das Add-Zeichen, das nennt man auch Klammeraffe. Mhm. Das Kof, der hebräische Buchstabe Kof, hast du übrigens Affe ausgeschrieben.
Meinst du, das ist Zufall? Wo war jetzt dieses Klammeraffenzeichen, das Eckzeichen, wo du nur die Tastatur angeschaut hast? Ja, war nicht In da. einem tieferen System, das ist das Reinfokussieren. Du musst, wenn du eine Detailschärfe haben willst, musst du dich reinfokussieren, dann ist aber die höhere Ebene wieder weg, weil sobald du das Add-on schaust, ist keine Tastatur mehr da. Sobald du ein Wort anschaust und dir das Wort ausdenkst, wenn du ein Buch liest, ist keine Zeile da, keine Seite da und kein Buch da. Es ist im Hintergrund eine höhere, komplexere Einheit, die die Ursache ist, wo du ein kleines Fragment raushebst. Ich werde es im Fliegenstall genau erklären. Ich erkläre dir nur absolut de facto, was in dir abläuft. Nochmal der Satz, Heidemarie. Ich erkläre dir Geist, jetzt nicht der Heidemarie, die du dir ausdenkst, sondern der Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Dir Geist erkläre ich, was du bist und wie du funktionierst, egal wer du zu sein glaubst. Und das ist überhaupt nicht kompliziert. Das, was das kompliziert macht, ist dieses Ego, das mit aller Gewalt es nicht wahrhaben will. Und das wird dir plötzlich bewusst, wenn du dich dabei beobachtest, wie das Heidemarie auf meine Worte reagiert. Oder der Mensch, der du zu sein glaubst. Er hält und klammert mit aller Gewalt fest. Ich habe in dem Heiko-Gespräch habe ich so eine Sache, die eine panische Überlebensangst haben. Das sind dann meistens die Leute, die hier sagen, mach mich weg, warum muss ich das denken, warum muss ich so eine grausame Welt erleben, hol mich da raus, mach das bitte weg. Und ich sage gerade, die dann sogar von Selbstmord sprechen. Das ist hochgradig schizophren, weil die ganze Angst ja nur haben, weil sie Angst haben, dass sie eben nicht weg sind. Also, dass sie nicht mehr da sind. Verstehst du? Auf der anderen Seite wollen sie weg sein und auf der anderen Seite haben sie eine panische Angst, dass sie sich auflösen. Und ich sage, wenn du das einmal den Unterschied erkanntest zwischen einem Geist, der immer ist, und seinen ständig wechselnden Gedanken, wenn ich sage, du bist doch auch dann da, wenn du nicht an den Körper von der Heidemarie denkst. Du bist nicht dieser Körper, das ist ein Gedanke wie ein Stuhl, wie die Kloschüssel, egal was du anschaust, das ist, sind nur Gedankenwellen. Du bist doch immer, der Udo ist es nicht. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt, verdammt, was ist in mir drin, dass ich so massiv wehre, diese einfache Erkenntnis zu akzeptieren. Das ist Ego. Das ständige Recht haben, das Rumnörgeln. Wenn du sagst, da war so ein Krach, ich konnte nicht schlafen. Ich sage, du schläfst doch zurzeit. Der Geist, der mir jetzt zuhört, der schläft jetzt und träumt. Der träumt jetzt das, was er jetzt erlebt. Egal, wer du zu sein glaubst. Dann denkst du dir halt irgendein Skype-Gespräch jetzt aus, das angeblich vorher in der Vergangenheit aufgezeichnet wurde von irgendjemand, der das ins Internet gestellt hat. Das ist logisch, aber das ist nicht geistreich. Ich sage, das wird jetzt geführt, das Skype-Gespräch, und du hörst es jetzt an. Es gibt kein Vorher. Es sind nur die Positionen, die Perspektiven, deine Interpretationen verändern sich ganz massiv, wenn du dein Glauben, wenn der Glaube sich verändert, was du zu sein glaubst. Verstehst du? Das ist das Verrückte. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin der Heiko, dann ist Heidemarie und Udo jetzt einfach nur zwei Figuren, die du dir ausdenkst, die in der Vergangenheit ein Skype-Gespräch geführt hat, wo die Heidemarie aufgezeichnet hat und du hörst dir das jetzt an. Ich sage, nein, das wird jetzt aufgezeichnet, es gibt bloß jetzt. Naja. Und das erklärt sich dann mit Holofeeling, wie das sich zusammensetzt, wie sich das aufbaut. Wenn man es verstanden hat, ist es wirklich so einfach, es ist viel einfacher wie deine bisherige Logik. Das ist nur neu, und weil es für dich vollkommen neu ist, erscheint dir das unlogisch. Naja, und weil ich als Darf Heidemarie, ich ganz kurz, mir ja. fällt gerade ein schönes Beispiel, erinnere dich einmal hier, du bist ja als Heidemarie ältere Frau, wo man dir das erste Mal einen Computer hingesetzt hat und es muss dir irgendwann einmal erklärt haben, wie man da ins Internet geht, wie man den einschaltet. Und da hast du zuerst einmal eine Reizüberflutung, dass du sagst, das lerne ich nie. Kannst du dich erinnern, hier und jetzt gedacht? Ja. Und was machst du jetzt? Du gehst jetzt, ich sag, das Gröbste, du schaltest den ein, du machst das Skype-Gespräch, du nimmst schon auf. Das ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, das ist das Einfachste der Welt. Es ist nur das erste Mal, wenn man es hört, klingt das alles so schrecklich. Und was dich hindert, ist leicht zu verstehen, ist, weil permanent einer sagt, das begreife ich nicht, das begreife ich nicht, das ist immer viel zu viel. Wenn der nicht wäre, wäre das sofort einfach. Ja. Es ist bei Holofeeling übrigens nichts anderes, wenn die Haufen Seiten singen und sagen, oh, das lerne ich ja nie und das ist mir viel zu viel Arbeit. Und ich kann dann tausendmal sagen, Leute, das ist das Einfachste der Welt. Ihr macht euch selber verrückt, weil das wird er auffächern und so. Das ist vollkommen sekundär im ersten Moment. Das lasse ich parallel laufen. Das kannst du komplett ignorieren. Aber irgendwann wird man, wenn dann das Einfache verstanden ist, wird man neugierig drauf, weil man merkt, wie fantastisch, wie göttlich das ist. Ich habe mittlerweile
können wir uns jetzt viele ausdenken in Fliegenstall, wo du gesehen hast, die sind so sprachlos, die sagen, es ist göttlich. Es gibt kein anderes Wort dafür. Wie perfekt alles ineinander greift, ohne Feindbilder, ohne irgendetwas, was ich kritisieren müsste, weil ich immer mehr erkenne, wie vollkommen die göttliche Schöpfung ist. Was ich nur deshalb nicht erkannt habe, weil das einseitige Wertesystem an allen rumnöldelt und weil man dann meint, es läuft was verkehrt, wenn zum Beispiel Tiere aussterben. Oder Tiere. Das ist ungefähr wie wenn ich sage, Babys sterben aus. Die sterben in dem Moment aus, wo das Baby ein Schulkind wird, ist das Baby schon weg. Ja, das gibt doch bloß jetzt. Ja. Das nur jetzt gibt, ist es nötig. Was wir als Zeit sehen, ist, schiebe mal diese Zeitlinie, mache Senkrechte draus, es ist wie ein Wachstum. Ich habe einmal das schöne Beispiel gebracht, du denkst dir, ein Mensch, der sich entwickelt, ein Geist, der sich entwickelt, ist ein Hochhaus. Und das ist jetzt das Hochhaus, und wir sagen, jedes Stockwerk ist ein Lebensjahr. Und wenn du jetzt im Penthouse, wenn du die Spitze erreicht hast, das Höchste erreicht hast, sind die Stockwerke unter dir, wo du hochgewachsen bist. Das sind die Lebensjahre, die du durchlebt hast. Jetzt der Witz ist, du kannst doch jetzt, wenn du da oben bist, nicht sagen, die gibt es nicht mehr. Die sind ja Vergangenheit, so wie der normale Mensch denkt. Ja, aber wenn ich jetzt die wegmache, dann fällst du ja doch schlagartig wieder runter. Du sitzt doch drauf. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Jetzt tu mal diese Waagerechte, wo du immer vor dich hinstellst. Ich sage immer, ein Zeitfenster aufspannen von der Vergangenheit in die Zukunft. Stell dir so mal hochkant, dann ist das Hochkant ist nur noch jetzt. Und jetzt sind es die tieferen Schichten, wo du aufgestiegen bist. Merkst du den Unterschied, was das ausmacht? Im Verstehen? Naja, das verstehe ich jetzt schon. Und dasselbe ist, wenn du abends liegst und du, oder im Jetzt-Moment erinnerst du dich an gestern, da sagst du, was so ein Krach, habe ich mich so aufgeregt. Das spiele ich dir doch ein. Es geht nicht um den Krach, sondern dass dir bewusst wird, dass hier das Programm Heidemarie sich immer noch über irgendwas aufregt. Und sobald du dich aufregst, gibst du dieser Sache Energie. Auch hier wiederhole ich zum tausendsten Mal, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der wichtigste, den es überhaupt gibt, den spiele ich dir ein, um dir zu zeigen, wo du noch extrem resonierst. Du hast hier und jetzt zuerst einmal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemandem Angst zu haben, Heidemarie. Und ich werde jetzt zeigen, dass es Sachen ich in dir noch in deinem Traum auftauchen lasse, wo du mit dem Heidemarie-Programm absolut massiv negativ reagierst. Und drum, nur deshalb taucht es in dir auf, dass der Geist, der das beobachten soll, um den es mir geht, dass der merkt, wie einseitig werdend das Heidemarie-Programm noch ist. Wenn dir mal bewusst wird als Geist, das Erwachen des Geistes geht einher damit, dass du mit einem Schmunzeln auf deinem geistigen Gesicht, sage ich jetzt einmal, dass man nicht denken kann, dass du dir denkst, Mai, bin ich ein Leben lang ein Granatenarschloch gewesen. Was war ich für ein Kotzbrocken? Den Punkt musst du erreichen. Ich habe das früher immer, wenn Hertha ausgedrückt, wo ich gesagt habe, wenn du, solange du nicht das Gefühl hast, wenn du dein Spiegelbild vor dir siehst, dass du das am liebsten anspucken würdest, das habe ich jetzt krasser ausgedrückt. Das ist, dass du sagst, was bin ich für ein arroganter Arsch? Was habe ich mir auf mein Wissen eingebildet, was ja nicht einmal mein Wissen ist, was ich geistlos, ungefiltert einfach nachgeplappert habe, weil es mir logisch erschienen ist. Diese ganzen Rechthaber, die strotzen vor Arroganz. Wenn hier Holofeeling eines erste Mal hören, diese Äußerungen von Menschen, wo du hörst, es ist so viel Arroganz und Vorurteile. Und ich sage dir jetzt, als der ich bin, das habe ich ganz göttlich gelöst. Ich mache jeden Einzelnen, den du dir ausdenkst. Wir lassen jetzt einfach mal Geistesfunken oder Mensch. Ich mache den zum Richter über alles und jeden. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du sagst, Hitler war ganz, ganz schlimm, dann hast du einen Hitler, der ganz schlimm war. Wenn du sagst, Udo und Holofeeling ist ja ein Arschloch, das ist ein Schwätzer, dann ist es für dich so. Deine Richtersprüche verwirklichen sich in dir. Weil es ist ja so, wie du glaubst, dass es ist. Du bist ja hundertprozentig sicher, dass du recht hast. Aber all deine Richtersprüche werde ich in deinem Traum an den Menschen vollstrecken, der du selbst bist, dessen Rolle du spielst. Solange bis du begreifst, was Liebe heißt. Allumfassende Liebe und allumfassende Vergebung. Das ist das, was ich dir als Udo vorlebe, als Brösel in deinem Traum. Ohne einen Heiligenschein. Du hast jetzt den Udo das erste Mal. Ich bin doch, wenn ich als Udo auftauche, bin ich ein ganz normaler Mensch. Ja. Und ich erhebe mich auch nicht oder mache mich auch nicht besser. Was andere von mir denken, ist wieder ihre Sache. Ich würde mich nie über irgendeinen Menschen, mit dem ich spreche, erheben. Und jetzt geh mal und lies die letzten Sätze von der Apokalypse.
wo der Johannes sich niedert und will den Menschensohn das Lamm anbeten. Und dann gehe ich hin und sage, spinnst du? Ich gebe einen Hoch, wo er sich vor mich hingeht und sage, ich bin doch genauso Brüssel wie du auch in dem Spiel. Lass uns Gott anbeten, der uns jetzt ausdenkt. Stimmt oder stimmt? Ja. So einfach ist es. Okay? Gut, darf ich jetzt bloß kurz nochmal sagen. Weißt du, wenn es eine Nacht gewesen wäre, also ich bin wieder diese Heidemarie, ne? Das war jetzt ja 3 Tage schon. Und ich habe dann versucht, mit Ohrenstöpsel, mit allem möglichen, hat nichts genützt. Dann habe ich einen Brass gekriegt, dann habe ich wieder versucht, das mit Liebe zu machen oder so. Jetzt habe ich dann angerufen gehabt, dann hat er mir gesagt, es dauert jetzt noch bis September, jeden Tag. Ich tue das gleich ab. Ja? Das ist tatsächlich eine raumzeitliche Geschichte, du hörst jetzt wieder Worte, das sind nur Worte. Ist klar, ja. Jetzt denken wir uns den Udo aus. Der Udo wohnt in einem Haus, ein großes Mietshaus. Und es wurde voriges Jahr saniert, generalsaniert. Das habe ich ja hinter mir. Jetzt pass auf, das Erste. Hier, dass wir voriges Jahr im Sommer, ich sitze den ganzen Tag daheim, wenn ich schreibe. Das erste Mal, es waren, glaube ich, 2 Monate oder fast 3 Monate. Konnten nicht einmal die Fenster aufmachen. Das sind Folie, das wurde mit Folie zugemacht, weil die komplett außen ein paar Schichten. Das ist der allerneueste Stand. Da noch den Vorder, das Haus, wo ich drin wohne, hat eine Sparkasse mit. Und die machen das besonders, die schauen da nicht so aufs Geld. Wie jetzt ein privater Bauträger. Ja. Also die haben richtig hingeklotzt. Und dann ist jetzt hier diese Außenverschallungen, ist ja genau die Außenwand jetzt hinter meinem Rücken unmittelbar. Ich wohne, also hier sitzt an einer Außenwand. Und da haben die dann, da werden ja diese Isolierungen draufgeklebt und dann kommen die, werden ja zersklebt und dann kommen so Rosetten drauf. Und da haben die, das ist ein Stahlbetonbau, haben die tausende von Löcher, diese Rosetten in den Stahlbeton rein. Und das merkst du, egal wo die bohren, da vibriert durch diese massive Bauweise, aus den 60er Jahren oder 50er Jahren, 60er Jahren ist das. Das ganze Haus, ob die jetzt 2 Meter an der Wand neben mir bohren oder hier auf der anderen Seite vom Haus, da merkst du fast keinen Unterschied. Das schwingt. Kenne ich du, das habe ich. Das war von morgens bis abends so extrem. Das war nicht laut, sondern du konntest überhaupt nicht. Das war körperlich schmerzhaft laut. Ja. Und was bringt es, wenn ich mich darüber aufrege? Das habe ich damals gut gepackt bei mir. Da habe ich mich nicht mehr aufgeregt. Das ist jetzt ein wenig sensibler, das kommt mit dem Alter. Aber das ist, was du erkennen sollst. Ja. Ich kann das nicht oft genug sagen. Nicht das, was in dir in Erscheinung tritt, bereitet dir Probleme, sondern die Interpretation des Heidemarie-Programms. Ja. Es ist diese Interpretation, das wiederhole ich immer und immer wieder. Es ist egal, was passiert. Es sind nur ständig wechselnde Bilder in deinem Kopf. Die reine Interpretation des Programms. Ich gehe mal ganz krass, wenn du jetzt extreme Zahnschmerzen hast. Das ist auch nur eine Erscheinung, aber da ist die Verbindung deines Programms, das bin ich, das ist mein Körper. Und solange du dich davon nicht komplett gelöst hast, hat jetzt angenommen irgendeine Bekannte, die Nachbarin oder wenn du einen Lebenspartner noch hast, hat der Zahnschmerzen, kannst du empathisch mitleiden, ich sage das immer wieder, aber du spürst den Schmerz nicht real. Du denkst jetzt, er hat den realen Schmerz. Für dich ist der Schmerz von einem anderen ja nur ein Gedanke, weil es ist ja nicht dein Körper. Und jetzt kommst du in einen Jein-Zustand, dass kein Unterschied ist, ob du dir jetzt den Körper ausdenkst, dessen Rolle du spielst oder einen anderen Körper ausdenkst. Du bist prinzipiell der Geist, der eins drüber ist. Es sind Erscheinungen in dir. Wenn du das wirklich verstanden hast, ist das Problem vom Tisch. Und es wird so lange dauern, solange es dich noch gibt, solange es dein Ego noch gibt. Das Ego muss durchschaut werden, das ist, nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge mir. Du kannst da nicht weg, du kannst nicht davonlaufen, es bleibt dir nicht der Sport, glaub es mir. Ja, das glaube ich. Und du wirst merken, das Beste ist drüber lächeln und ich sage, wenn's, ob das jetzt ein Schmerz ist oder ein Geräusch ist, wenn es so laut wird, dass man nicht mehr klar denken kann, weil die beste Medizin ist, denk einfach an was anderes. Es ist aber auch schon hier wieder eine Falle, wenn du musst dich immer fragen, warum will ich jetzt an was anderes denken, weil ich das loshaben will. Du musst aufhören, irgendwas loshaben zu wollen. Ob das eine Kreuzigung, jede Erscheinung, die in dir auftaucht, ist ein Baselstückchen vom Heiligen Ganzen.
Du kennst das Beispiel. Jede Gedankenwelle, die auftaucht, ist doch ein Teil des Meers. Ob jetzt das eine ganze Welle ist oder ob das nur ein Tropfen ist, eine Gischt, die rausgestreut wird. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Die ganz Gemeinen, die verdampfen sich ja. Du meinst, die gehören nicht mehr zum Meer, die werden zu Wolken, die sich aus dem Staub, aus dem Dampf machen können, müssen wir jetzt fast sagen. Das sind die Abtrünnigen, die nicht mehr an Gott glauben. Und die gehen jetzt durch die Reinigung der Erde. Die müssen da durchgehen, um wieder zu sich selbst, das heißt zu mir zurückzukommen. Ich bin du. Verstehst du die Metapher, der Kreislauf? Das heißt, wenn jetzt das Meer, alles Wasser, wenn sich jetzt da wirklich eine aus dem Dampf, aus dem Staub machen, dann werden die zuerst zu Wolken, dann fallen die auf die Erde. Das ist der normale Mensch, der Materialist. Und die müssen jetzt wieder durch die Erde durchgehen, dass sie wieder zurückkommen zu Gott, zu El Hayom, zu dem, was sie selber sind. Das ist, die Erde ist ein Reinigungsprozess. Du lebst zurzeit praktisch in einer großen Wäscherei, einer Seelenwäscherei. Was hier rausgewaschen wird, ist deine Boshaftigkeit, deine Arroganz, deine Einseitigkeit, bis das komplett zertrümmert ist, dass du nur noch Liebe bist gegenüber alles und jeden. Was nicht heißt, dass du jetzt in deiner Rolle als Heilige-Marie, wie ich immer sage, jeden Arschloch um den Hals fallen musst. Wie oft habe ich schon erzählt, du denkst jetzt eine Welt aus, wir sagen mal nur die Tierwelt. Du kannst doch all diese Tiere, die du dir jetzt denkst, die du im Zoo siehst, die du im Fernsehen siehst, die du letztendlich nur in deinem Kopf siehst, wenn sie auftauchen, egal wo du dir die hindenkst, du kannst doch die alle lieben. Du musst doch, kannst, sollst keinen dir vorwerfen, dass es so ist, wie Gott es erschaffen hat. Du erfreust dich an dieser unartigen Vielfalt, an Charakteren, an Seinsformen, die ja letztendlich alle aus dir kommen. Was aber nicht heißt, dass du jetzt, dass der Trockennasenaffe Heidemarie hier irgendwie einen Löwen abbüsseln muss oder mit einer Giftschlange spielen muss. Du musst bloß wissen, welche du fern von dir halten musst. Aber nicht, dass die keine Existenzberechtigung hätten. So wie die Westen gestern. So, dass der Udo so zurückgezogen liegt. Ich kann dir nur sagen, die Menschen, wo ich in Kontakt trete, und das sind ganz wenige, wo ich jetzt als Udo auftauche, realisiert im Gesichtsfeld, anfassbar. Das sind ganz, ich erwähne das immer wieder, das sind ganz, ganz wenige. Ich habe um mein, in der Udo-Welt soll es die geben, wenn du nicht dran denkst. Ich habe nur sehr liebenswerte Menschen um mich herum. Das sind sehr wenige. Und da ist kein schmalziges, esoterisches, aber wir sind ja alle Geistesfunken. Oder wenn die Hannis und Nannis in ihren christlichen Jugendheim sind und wir sind ja alle Liebe. Und es gärt nur voller Feindbilder. Das einzige Thema ist, wie kann man Welt einseitiger machen, Welt verbessern wollen und einseitig machen. Es ist permanent, die arbeiten alle an ihrer eigenen Entheiligung. Das ist die Quelle von Leid. Und du musst dich jetzt über das erheben und einfach schauen. Ich werfe übrigens wieder keinen, den ich mir jetzt ausdenke, vor, dass er das erlebt. Das ist der Führerscheinprüfungsbogen. Ich erkläre dir, was du da zu erkennen hast, dass dir immer mehr bewusst wird, was für eine Kanaille die Heidemarie war in dem ganzen Leben gegenüber anderen. Mit dem vollen Gefühl von der Heidemarie ausgesehen, dass sie recht hat. Das muss ich immer mehr in dir auflösen. Das ist ein intimer Akt. Das ist was ganz, das muss man ganz alleine mit sich ausmachen. Das schwingt dann bei vielen um, die ich mir jetzt ausdenke, in die Scheinheiligkeit, dass die Arschkriecher werden. Das, darum geht es überhaupt. Du darfst durchaus deine Meinung vertreten. Ich vertrete als Udo meine Meinung, ich zwinge dir aber keinen auf. Verstehst du? Das ist der feine Unterschied. Ich nehme jetzt die Udo-Meinungen, die subjektiven, auf Menschen Udo bezogen, was zum Beispiel schmeckt, was nicht schmeckt, was für schön ist, welcher weniger schön ist. Ich habe solche Definitionen habe ich sowieso fast keine. Ich nehme meinen persönlichen Standpunkt in keinster Weise absolut, dass das für einen anderen auch gelten muss. Wir tauschen uns halt aus, das ist auch eine Bereicherung. Wenn du sagst, du, ich esse das gern, hast du das schon mal probiert? Da kann ich immer nur sagen, habe ich noch nie probiert, aber nee, das ist nicht so mein Fall. Es ist eine andere Perspektive. Ich sage aber nicht, dass der nicht recht hat. Und dass mein Geschmack richtig ist. Das ist ein unterer Bereich von Perspektiven. Auf der höheren Ebene löst sich das dann komplett auf. Alles klar? Ja. Das hätte ich mal anhören müssen, weil das im Fliegenstall, wenn es sein soll, taucht das eh nochmal auf. Weil das ist das Wichtige. Erst das muss sitzen. Und dann wird es erst interessant, dann kannst du dich freien Herzens mit den Zeichen, mit der tieferen Funktion des Programms beschäftigen. Jetzt nochmal als Abschluss für mich jetzt, ja, bitte, ganz kurz. Also heißt das jetzt, ich muss das jetzt
alles so sein lassen, versuchen, sie zu beobachten, wie die Heidemarie da jetzt tickt. Ohne die verändern zu wollen. Und wenn ich jetzt das akzeptiere, ob das jetzt laut ist oder nicht und so weiter, Und laut, am lautesten ist die Heidemarie, die sich drüber aufregt. Das ist ja nur eine Kausalkette, die musst du auch akzeptieren. eben, und dann wird sich Dann wirst du irgendwann. feststellen, dass das der Heilungsprozess ist. Das löst den Heilungsprozess aus. Darum sage ich immer wieder die Gleichgültigkeit. Alles, was dir gleichgültig ist, habe ich in Viehgestall, wenn du dich erinnerst, wenn du mit dem Auto fährst, wenn einer jetzt jeden Tag 10 Kilometer, 20 Kilometer mit dem Auto fährt, der fährt jeden Morgen jetzt ausgedachterweise in seinem Traum, sind ständig wechselnde Bilder immer über dieselben Kreuzungen. Ich garantiere, dass der keinen Morgen an der Kreuzung irgendeinen Wegweiser sieht. Jetzt ist natürlich dein Materialismus, sagt dir, die Wegweiser sind ja trotzdem da außen. Da außen ist nichts, Heidemarie. Du träumst und es ist wie in einem Film ständig wechselnde Bilder und die Bilder, die nicht auftauchen, sind nicht. Und wenn du da fährst, ist nur immer das, was auftaucht. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir fahren hier nach Fegenstall und da waren wir noch nie und du merkst jetzt, wir kommen in die Gegend, da bist du schon, bevor eine Kreuzung kommt, denkst du schon, hoffentlich ist jetzt der Wegweiser, wo Fegenstall draufsteht. Das heißt, du machst den Wegweiser eigentlich schon feinstofflich eine selbsterfüllende Prophezeiung, bevor der überhaupt dann realisiert in deinem Gesichtsfeld auftaucht. Ja. Fährst du jeden noch dieselbe Strecke, siehst du überhaupt keine Wegweiser, weil du keinen Fokus drauf hast. Dann ist auch kein Lärm da. Das sind so die Sätze, atmest du eigentlich, wenn du nicht dran denkst. Ja. Schau mal wieder, was deine Logik sagt. Und das ist ja hundertprozentig bewiesen. Ich frage dann, mit was? Es ist so ein tiefer Glaube, dass der Körper und das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Damit beginnt die Hölle. Damit beginnt die Hölle, damit beginnt der Traum. Und jetzt musst du dir ganz einfach bewusst machen als Geist, wer spricht jetzt von Fakten? Der Udo oder die ganzen Naturwissenschaftler und die Medizin und die normalen Menschen? Wer spricht die Wahrheit? Das, was wirklich ist. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, ich erkläre dir das, was de facto wirklich ist. Und das, was diese ganzen Fachleute der Welt glauben, ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ich habe das tausende Male wiederholt. Wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist dein Körper, der momentane Körper, nicht da. Ist klar, Um ja. was zu überprüfen, musst du es zumindest denken. Sobald du aber über was anderes nachgrübelst, es ist immer nur das da, was du dir denkst oder was du anschaust im realen Sinne. Zu glauben, dass der Körper und das Gehirn auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst, das ist absolut geistloser, materialistischer Glaube. Dann bist du in die tiefste Ebene überhaupt hineingesunken. Ich sage immer wieder so scherzhaft als Udo, du kannst nicht in die Hölle kommen, du bist mittendrin. Stimmt. Das heißt, ich bin da, um dich rauszuholen. Ja. Das ist es, das, wo du meinst, wo du hinkommen könntest, da bist du jetzt. Es gibt bloß hier und jetzt. Ja. Und du merkst jetzt, dass das wirkliche Worte, das sind absolut kein esoterisches, religiöses Geschwätz, was ich betone. Und das trennt die Spreu vom Weizen. Du wirst jetzt einfach, wenn du einen Hauch von Geist, wenn du einen Hauch von mir drin hast, das ist, was ich Geistesfunken nenne, Ja. dann wirst du sagen, ja, es gibt nichts anderes zu sagen. Und jetzt kommt sofort wieder hoch, mein, bin ich neben mir gestanden. Ich habe mich so verblenden lassen von den Fachleuten der Welt, die ich vergöttert habe. Weil die ja recht haben, wenn der Physikprofessor sagt, sowas wie Gott und kann mir ja nicht beweisen. Das ist ja nur Glaube, bis dann ich auftauche und dir zeige, dass das, was die glauben, blinder dogmatischer Glaube ist. Die eigentlichen Märchengeschichten sind die Physikbücher. Und jetzt kommt es, dass das auch alles stimmt. Das ist das Verrückte. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas in dir auftaucht, wo ich nicht gewollt hätte. Ob das Kriege sind, ob das Krankheiten sind, glaub mir, wenn du den höheren Komplex verstanden hast, den ich dir versuche zu vermitteln, dass alles unheimlich wichtig ist. Mein kleiner Kabelstecker im Auto ist genauso wichtig wie der Motor. Ich mache dir einen Kabelstecker raus und du kannst mit dem Auto nochmal fahren, du kannst den Motor rausbauen, das Getriebe rausbauen. Es ist kein Unterschied. Du bist der Kabelstecker für die Welt, die du träumst. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert die Welt nicht. Und zurzeit funktioniert ja deine ausgedachte Welt nicht unbedingt perfekt. Nee, das stimmt. Das liegt an dir. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, du hast deine eigene Welt. Du kannst jetzt eine Heidemarie ausdenken. Die Heidemarie-Welt ist eine komplett andere Welt wie die Helga-Welt oder die Andrea-Welt. Die können sich momentan
szenenmäßig überschneiden, aber es sind komplett eigenständige Welten. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Wenn sie wach werden, das ist, dann führe ich dich in die Wirklichkeit. Das, was das wirkende Licht, jetzt kommen wir zur Lampe, zum Projektor. Und da können unendlich viele Filme im selben Kino laufen. Es bleibt immer dasselbe Licht, immer derselbe Geist, der sich das anschaut. Das ist das, die Verzauberung, die dann kommt. Man muss sich bloß darauf einlassen. Und du weißt, ich sage, Holofeeling kostet keinen Pfennig. Und es geht dann noch einen Schritt weiter. Wir lassen den Menschen, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, vollkommen unangetastet. Der muss nur uns eintreten und uns austreten. Das sind Themen, die lasse ich vollkommen ausgespart. Ist verrückt, ne? Ja. Aber es ist so. Es ist so, weil mich nur der Geist interessiert, der mir jetzt zuhört und nicht irgendein Gedanken, den du dir ausdenkst. Okay, jetzt lassen wir es aber gut sein. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Udo. Also dann.